Kommen wir jetzt zu einer seltenen Spezies im THW, dem Hauptamt. Wir lassen Sie aber trotzdem mitspielen, vor allen Dingen, wenn Sie Ehrungen mitbringen. Und jetzt wollen wir ein paar Helfer des Ortsverbandes ehren. Und ich freue mich, begrüßen zu dürfen den stellvertretenden Landesbeauftragten, Herrn Ulf Langemeier. Ja, Sie sehen jetzt eine soziale Randgruppe, so wie ich das jetzt gelernt habe. Ich darf Sie auch alle recht herzlich hier begrüßen und auch einen Dank mal aussprechen an die Politik, die uns unterstützt und auf deren Unterstützung wir auch angewiesen sind. Wir sind im Mutterhaus des BMI angegliedert und wir sind, glaube ich, die unbequemste Behörde, die Sie sich vorstellen können. Weil mit 99% Ehrenamtlichen ist das natürlich anders zu führen als jetzt, sage ich mal, die Bundespolizei. Da geht es halt nach Befehl und Gehorsam und das funktioniert halt bei uns nicht immer so, weil wir ja doch dann auch die Interessen der Ehrenamtlichen stärker vertreten müssen. Immer noch leichter als Verfassungsschutz. Das sind wir froh. Aber als blaue Blume hat uns bisher noch keiner bezeichnet. Das fand ich mal eine schöne Sache. Ja, jetzt haben Sie mich nach dem schönen Gesang. Ich hatte ja schon gedacht, der Herr Franz als bekennender Techniker hätte jetzt hier ein Motorsägenkonzert gemacht. Dabei bin ich doch sehr froh, dass wir Ihre Stimme hier genießen durften und dürfen. Das THW ist in diesem Jahr sehr stark aktiv gewesen durch die Hochwasser im Osten. Wir haben allein als Landesverband 2000 Ehren- und hauptamtliche Kräfte dort drüben eingesetzt. Und ich denke, das ist schon eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Und auch über diesen langen Zeitraum, also der Einsatzzeitraum war ja über 4 Wochen. Und da gilt natürlich auch mein Dank insbesondere an die Familienangehörigen und auch an die Arbeitgeber, die dann in dem Falle das auch ermöglicht haben, dass unsere Helfer entsprechend eingesetzt werden konnten. Einer der größten Auslandseinsätze läuft auch zurzeit. Der läuft tatsächlich, sage ich mal, pressemäßig auch ein bisschen im Verborgenen, was ich sehr bedauere. In Jordanien sind wir jetzt schon sehr lange im Einsatz und bauen da ein neues Flüchtlingslager gerade auf für 200.000 Leute. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Menschen da in Not sind und dann dort aufgefangen werden. Ja, ich habe heute auch die schöne Aufgabe, Ehrungen durchzuführen und darf um Assistenz bitten. Was ich hier in dem Ortsverband als sehr positiv finde, das sieht man ja auch an den andersfarbigen Jacken, die hier heute hergekommen sind, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Und das ist für uns als THW natürlich wichtig, dass wir in der Gefahrenabwehr gemeinsam wirken und auch eingebunden sind. Und ich denke, das hängt auch immer von handelnden Personen ab. Und scheinbar machst du das ja ganz gut, ne? Sonst wären nicht so viele gekommen. Ein schönes Thema sind Ehrungen. Vor der Ehrung, die man sich verdient, muss man natürlich dienen und die wir jetzt heute ehren, haben das getan. Für das Helferzeichen in Gold darf ich jetzt nach oben bitten den Tobias Hammann und den Tobias Stark. Ja, auf. Hier weit gemeint. Ja, Tobias Hammann, seit 7 Jahren aktiv, engagierter Helfer. Und Ideenreichtum steht bei mir auf dem Zettel. Also scheint das ja ein innovativer Mensch zu sein, der jetzt hier neben mir steht. Und ist Helfersprecher im Ortsverband, das heißt also quasi der Gewerkschaftsvertreter im Ehrenamt. Und ein ganz wichtiger Job, er ist der Schatzmeister der Helfervereinigung, weil ähnlich wie bei den Feuerwehren auch hat man immer noch einen Förderverein nebenan. Und den Chef des Fördervereins auf Landesebene haben wir auch hier, den Herrn Schnabel. Für besondere Verdienste um den Aufbau und die Entwicklung des technischen Hilfswerks wird Herrn Tobias Hamann das Helferzeichen in Gold in dankbarer Würdigung seiner steten Einsatzbereitschaft verliehen. Von den 17. August, also Herr Präsident, herzlichen Glückwunsch.
Als nächstes haben wir den Tobias Stark. Der ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Und das sehen Sie auch hier, die Veranstaltung liegt natürlich in dem Falle auch im Wesentlichen in der Hand eines Öffentlichkeitsarbeiters. Und das Thema Festschrift natürlich genauso, die Sie hier haben, wenn man da das mal durchblättert. Das ist eine sehr schöne Sache, die Sie da gemacht haben mit dem Mozzoran zusammen. Und so freue ich mich, dass ich Ihnen jetzt auch das Helferzeichen in Gold verleihen darf. Für besondere Verdienste um den Aufbau und die Entwicklung des THW wird Herrn Tobias Joachim Stark das Helferzeichen in Gold in dankbarer Würdigung seiner steten Einsatzbereitschaft verliehen. Und Herr Präsident, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Große Zahlen. Also wir haben gesehen, 60 Jahre Ortsverband und ich darf jetzt hier jemanden auszeichnen für 40 Jahre aktive Mitarbeit. Gerd Bremer. Also er ist hauptberuflich ja im Funkbereich tätig und unterstützt uns da auch sehr stark. Und wir kennen uns auch schon recht lange aus unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Und da freut es mich besonders, dass ich dir diese Urkunde heute überreichen darf, mit dem dazugehörigen Anstecker für 40 Jahre. Und hoffe, dass du uns noch lange aktiv erhalten bleibst und auf weiterhin positive Zusammenarbeit. Vielen Dank. Mitwirken, so wie bisher auch, und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Also hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Jetzt geht es weiter.